Ja, herzlich willkommen Leute zu einer weiteren Runde FIFA 16, so kann man es eigentlich bloß sagen, weil das wird jetzt eine neue Playlist, denke ich mal. Ich werde mir jetzt nämlich vornehmen, ein paar Pros unter die Lupe zu nehmen. Also ich habe hier Ace Snyder, Jan Snyder Zimmermann ist dieser Typ. Der hat die virtuelle Bundesliga 2014 letztes Jahr mit FIFA 15 auf dem zweiten Platz abgeschlossen. Also ist auch in Hamburg war dieses Finale. Unglücklich gegen den Niklas Rassig, also der aktuelle Gewinner der virtuelle Bundesliga, rausgeflogen. Ich kenne ihn auch ein bisschen, also ja, habe schon das eine oder andere Wort mit ihm geredet. Und jetzt probiere ich mich mal gegen einen E-Sportler, gegen einen Pro aus. Also wir haben ein Freundschaftsspiel, Barcelona gegen Bayern, Ace Snyder, Jan Snyder, Zimmermann. Ich würde sagen, das ist gerade ein Best of 3. Wir spielen hier 3 Spiele, wer 2 gewinnt, ist halt als gewonnen. Und da würde ich sagen, Leute, Ace Snyder gegen einen ganz normalen Hobbyspieler. Los geht's. Lol. Geht schon wieder mal geil los. 1-0. Gott, wie haben die das denn ausgespielt, ey? Das ist ein kompletter Unterschied zur virtuellen Bundesliga. Ich habe jetzt schon lange keine Freundschaftsspiele mehr gespielt. Nicht schlecht, Snyder. Nicht schlecht, Zimmermann. Nicht schlecht. 1-0, das muss ich jetzt mal wieder aufholen. Nicht schlecht. Der Snyder Zimmermann, der ist halt auch wie in FIFA 15 dafür bekannt, dass er eigentlich sehr viel auf Ballbesitz spielt, dass er sehr ruhig spielt am Anfang aus und dass du eigentlich da richtig Probleme hast, bei ihm an den Ball zu kommen. Das Spiel ist alles sehr, das seht ihr auch hier gerade, der Spiel ist immer sehr konzentriert, okay, das war jetzt ein bisschen, war jetzt mal eine Ausnahme, voll für Effekt, aber eigentlich spielt er das sehr konzentriert runter. Jetzt hat er das früher 1-0 gemacht, das ist dritte Minute und Virtuelle Bundesliga hat es dann auch immer so gemacht, dass es dann wunderbar taktisch klug abgespielt hat, dieses 1-0. Also da kannst du echt nichts vorwerfen, der ist hinten, also Verteidigung ist das eine Macht. Vorne ist er jetzt, sag ich mal, nicht der Beste Deutschlands, also da finde ich, ist der Beste Deutschlands weit und breit Niklas Rassig, der Typ, der hat Skills, das haut dir den Löffel weg. Und Ace Snyder, der ist dafür bekannt, dass du einfach bei dem kein Tor reinkriegst. Das ist Wahnsinn. Auf der Gamescom habe ich allerdings schon mal gegen ihn gespielt, FIFA 15. Also, das war so ein Beat the Pro oder sowas ähnliches, wie beim Acer stand. Und da ist es 2-1 für ihn ausgegangen. Also, da war es echt ziemlich knapp. Also, chancenlos war ich da nicht. Aber das wird sich jetzt zeigen, was dieses 1-0 jetzt leider bedeutet und wie er sich im Laufe des Best of 3 schlagen wird. Jetzt schauen wir mal, dass wir das erste Spiel dann gleich verlieren. Oh. Also der nutzt echt jeden Fehler aus, das siehst du genau. In jeden kleinen Tick, wo du im Angriff magst, was ein Fehler sein könnte, der nutzt ja sofort aus. Das ist halt ein E-Sportler, ne? Krasser E-Sportler. Oh. Smoke weed every day! Yeah! Abgegrätscht, Alter, gekonnt! So, ey, der Snyder, der teilt echt aus, das ist krank. Also ich hab echt, vor E-Sportlern, da musst du echt Respekt haben, weil die nutzen sowas von jedem Fehler aus, den du machst. Oh Gott! FIFA 16, ey, da kannst du auch nicht hinten rumspielen, weil du sofort bestraft wirst dafür, wenn du da einen Ball komisch... Ja, lauft euch halt gegenseitig um! Oh. Ja, das macht er gut, er greift nicht an, er geht nicht auf den Spieler drauf, er wartet extra, bis ich den Ball spiele. Snyder, du bist ein Fuchs. Ich habe einmal den Link von seiner Facebook-Seite, Jan Snyder Zimmermann, unten in den Kommentar, also in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr mal anklicken, lasst mal ein Like da, der postet eigentlich relativ interessantes Zeug immer mal ein bisschen, ab und zu mal ein bisschen Vlog. Virtuelle Bundesliga ist er auch immer dabei. War ja Stuttgart-Gewinner, letztes Mal war ja Offline-Turnier in Stuttgart. Oh Gott, ich kann nicht spielen, wenn ich da gleichzeitig rede. Letztes Mal war ja in Stuttgart, da war ich auch dabei, da hat Jan Snyder Zimmermann, man höre und staune, den ersten Platz belegt. Hat im Finale noch diesen Tisarek, ist auch E-Sportler, rausgekegelt. Aber erster Platz Stuttgart, also hat sich dann 300 Euro und einen Fußball geschnappt. Und ja, damit hat er sich dann halt für das virtuelle Bundesliga-Finale in Hamburg qualifiziert. Der Typ, der spielt mir persönlich viel zu langsam, also ich komme damit gar nicht klar. Ich hasse sowas einfach. Wenn sowas schnell und hin und her geht, du musst dich halt immer den Spielsystem des Gegners anpassen. Also dass du reagierst auf seine Taktiken, seine Taktiken und so. Schau, da bist du aggressiv. Wenn ich den Gegner einschläfe, bin ich aggressiv und dann haut mir einfach das Ding um. Ja, scheiß drauf. LOL! Das ist doch nicht dein Ernst, ey! Da, ja! Der Freistoß geht direkt an die Latte, aber der wäre doch raus! Und geht genau an den Rücken des Keepers und der geht zum 2-0. Ach, hör doch auf! Hör mir doch auf! Ah! LOL! Gelb-Rot! Wollt ihr mich verarschen? So ein kleines Ach du Scheiße, also gut.
Ich denke, das erste Spiel kann ich fast schon vergessen. 10 Mann und 2:0 hinten. Erste Halbzeit. Also da müssen wir mal schauen, ob das noch was werden kann. Wow, jetzt zerlegt er mich aber. Okay, das erste Spiel kann ich fast schon vergessen, ey. Oh, da ist aber ein bisschen locker dann. Das habe ich jetzt mal ausgenutzt, weil der hat ja. Er greift ja nicht an den Spieler, wenn du da das Tricks anfängst. Da greift er dich nicht an, das siehst du hier, der bleibt da schön weg und dann kannst du eigentlich mal ein paar Tricks aufziehen und dann. Ja, da steht es halt nochmal 3-1. Also ich meine, okay, ich habe 10 Mann und der führt auch 3 mit 3 Tor, also nicht mit 3 Toren, sondern mit 2 Toren Unterschied, aber halt 3 Tore geschossen und deswegen wird es recht, recht schwer. Also der, schau dir mal die Chancenverwertung an. Der macht 3 Chancen, hat er 3 Tore, aber ich habe Busquets. Ey, was ist denn das für eine Aktion? Darfst du denn gelb-rot sehen? Also zweite Halbzeit, ich glaube. Müssen wir mal schauen, ob da noch was geht. Also ich habe jetzt erst ein Tor, also ich habe schon ein Tor geschossen. Das wundert mich gerade sehr mit 10 Mann. Aber jetzt habe ich mal, glaube ich, seine Schwäche rausgefunden. Wenn du hier genauso. Wenn du hier Tricks machst und wenn du versuchst, also wenn du so antäuschst, dass du auf ihn drauf dribbeln würdest, dann bleibt er weg. Der bleibt weg. Der wartet ab, bis du auf ihn drauf rennst und nimm dir dann Ball ab. Das kannst du ausnutzen eigentlich. Du musst immer. Oh, bin ich da hinten auf. Du musst die Fehler des Gegners immer. Ja, geh halt am Ball. Immer ausnutzen. Macht er ja auch und deswegen schauen wir mal, ob wir das zu unserem Vorteil ausnutzen können. Ja, Piqué, nimm ihn doch. Nein, du brauchst ihn nicht annehmen. Ja, das macht er dann abgeklärt. Ah, Piqué, du brauchst ihn nicht mitnehmen, ist klar. Schaut euch den Piqué an. Der agiert da, als wäre er besoffen in der Abwehr. Das ist, also 4-1 ist schwer aufzuholen. Ja, Piqué kotzt mich gerade ein bisschen an. Also der ist echt eiskalt vom Tor, das seht ihr hier. Jede Chance, wo er eigentlich hat, ist eigentlich ein Tor. Da darfst du keine Chance zulassen. Das ist halt auch das, was E-Sportler auszeichnet. Du brauchst nicht viel Chancen im Spiel. Also wenn du 8 Torschüsse hast, dann müssen eigentlich mindestens 5 drin sein. Und ja, da habe ich noch ein bisschen Schwächen. Lol, und den mache ich nicht. Schaut, das ist halt auch das. Das war im FIFA 15 immer so ein Schuss einfach drin. Solche Schüsse musst du einfach reinmachen. Du hast gegen solchen Gegner hast du nicht viel Chancen. Also gut, ja, weiß auch nicht, was ich dazu jetzt sagen soll, aber du musst deine Chancen unbedingt gegen so einen Gegner machen, weil du wirst nicht viele kriegen. Die Chancen, wo du, also du wirst aber welche kriegen. Du wirst welche kriegen, nicht viele, aber du wirst welche kriegen. Und die Chancen, wo du hast, ganz wichtig, bleib cool vom Tor, eiskalt, mach sie rein. Mach sie einfach rein. Messi. Wuschelt sich der fast durch die ganze Abwehr durch, ey. Das wäre wieder ein Ding geworden. 73. Minute, 4-3. Also da wäre es, also Leute, da wären 4-1 nochmal knapp geworden. Was ist denn hier los? Was ist denn da los hier? 4-3 in der 73. und das Ding wird nochmal knapp. Na, ich hab nichts gedrückt. Der ist einfach, lol, ey, wenn das jetzt ein Elfmeter gewesen. Ach, ich verliere den Ball zu schnell. Aber das ist sowas, darf kein Elfmeter geben, weil ich habe gar nichts gedrückt und der Spieler rennt einfach so rein. Lol, oh, das war gut gespielt. Ach du Scheiße. Also gut, das siehst du halt auch, ne? Der spielt so lang um den scheiß Strafraum rum, bis er eine Lücke sieht. Und das kann er recht gut. Er kann den Ball behaupten und so lang rumspielen, bis sich was findet. Bis echt die Lücke auf ist. Bis die Spieler unkonzentriert bleiben. Also bis ich mal irgendeinen Fehler mache. Das macht er wahnsinnig gut. Also Abwehr. Ich habe alle nicht gedacht, dass ich da Tore gegen ihn schießen kann. Also hier 2 Stück, das ist jetzt eigentlich. Hätte ich damit nicht gerettet, aber im Angriff ist der Typ eiskalt. Also ich habe den von letzten Jahr anders in Erinnerung, dass er in FIFA 16, okay, das ist natürlich ein riesen Unterschied. Aber, ja, schaut's euch an. Ja, er hat die Chance nicht genutzt. Er hat sie nicht genutzt, Wahnsinn. Okay, 5-2, also war eine eindeutige Sache, aber das gibt ja best auf 3. Also jetzt führt er zwar mit 3 Punkten, aber jetzt weiß ich ja langsam, wie er spielt. Also umso länger du halt gegen einen spielst, desto mehr kriegst du halt seine fehlende Abwehr, genauso wie seine Taktiken und seine Vorgangsweise im Sturm raus. Das heißt, ich schaue jetzt mal, dass ich dieses Verhalten von ihm gut ausnutzen kann, weil er hört mich ja nicht. Also bevor er dieses Video nicht sieht, hört er es ja nicht, was ich jetzt da so vorhab. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das ausnutzen können, was er da so vorhat. So, zweites Spiel. Jetzt schauen wir mal, ob wir das ausnutzen können. Acer Schneider, der Finalist der virtuellen Bundesliga 2014-2015. Also 4-15. Ja, jetzt kassiert die mal kein so frühes Gegentor, zumindest nehme ich es mir vor. Los geht's ins zweite Spiel vom Best of 3. Ich stehe schon wieder nur hinten drin, Aber das Spiel ist in der Allianz Arena, also ja, der Heimspiel. Also Heimspiel ist ja ganz was anderes. Da haben sie ja die Spieler viel mehr Motivation und was weiß ich, keine Ahnung.
Oh, jetzt hätte ich rausrücken sollen, dass er im Offside steht. Ja. Sowas geht normalerweise nicht rein bei mir. Immer noch 0-0. Absurdes, bewege mal deinen Hintern, komm. Bewege mal rein, weil du beiß in den Arm, beißen, komm, beißen rein. Beiß rein, komm, ham. Messi. Oh, faul. Ja, nee, kein Foul. Nee, muss man nicht pfeifen, nee. Nur hinten rein, kommt in die Hacken, ne. Meine. Ja, nö. Messi wird in die Hacken kauen, kein Foul, aber ich hebe oben hier schön Ball. Freistoß, sure. Und. Messi müsste zwar aus übelen spitzen Winkel schießen, aber aufs leere Tor. Boah, das wäre was gewesen, wenn ich hier 1-0 führe. Das wäre was gewesen. Das war jetzt ein super Schuss, aber ja, das ist sowas. Also sowas wäre echt jetzt ein bisschen Glück gewesen, wenn das reingegangen wäre. LOL! Gibt's Elfmeter? Nein! Bitte sag nicht, dass das ein Freistoß war. Komm! Das waren Elfmeter oder rot? Was gibt er? Gelb! Alter, da werde ich durch gewesen. Was ist denn das für ein Rotz? Gott, schlechter Freistoß. Ausgeglichen, Ballbesitz hat immer noch eher viel mehr. Ja, ich würde sagen, ey, jetzt habe ich seine Schwachstellen rausgefunden hier. Ich habe eigentlich, das wäre schon 11 Meter fast gewesen, denke ich. Also, ich habe mich echt gewundert, dass der jetzt außerhalb war. Ich habe auch schon mal, diese Chance, zum Beispiel die vom Freistoß, wow. Hätte ich eigentlich auch machen können, aber, also, unbesiegbar ist er nicht. Unbesiegbar ist er nicht, der Jan Sneijder. Lol, nein, rück halt raus. Ist klar. Warum rückt mein Spieler da raus? Habt ihr das gesehen? Ja, ich habe RB gedrückt. Ja, okay, ich habe RB gedrückt. Ah. Komm, jetzt 11 Meter, oder? Komm, 11 Meter. Ja, was ist denn das? Der wird im Strafraum umgeballert. Ah, das muss 11 Meter geben. Alter. Abseits, jawohl. Nein. Abseits, komm. Abseits. Nicht mit dem Kopf. LOL, was war das für eine Aktion? Nein! Was pfeifst du jetzt ab? Ich bin doch gerade im... Ach so, Alter, ich hätte dich umgebracht, Schiri, ey. Leg mich fest, wenn der jetzt das Spiel abgepfiffen wird, einfach so... Wieso eigentlich Abseits? Ich habe doch die ganze Zeit einen Ball gehabt. Was war das für Abseits? Also gut, das war das Best of 3. Zwei Spiele mal knallhart verloren. Also das zweite recht knapp, das erste recht deutlich. Jo, jetzt schauen wir mal, will er gleich noch eins spielen, oder? Okay, wir haben ja Best of 3. Oh Gott, der 6 Punkte, nicht 0. Ja, jetzt, ich bin schon näher rangekommen. 1-0, das war echt. Also, ich fand das erste Game war wesentlich anschaulicher und wesentlich besser vom Spiel her als das zweite. Das war irgendwie ein Grottenkick. Aber er hat es trotzdem gewonnen, das hat einfach die Abgeklärtheit. Ha, ich will jetzt aber trotzdem noch. Das dritte will ich noch machen, also scheiße drauf, ich habe ja schon verloren, aber. Jetzt will ich mal schauen, ob ich doch vielleicht noch entweder einen Punkt oder irgendwas abknüpfen kann. Ja, bleib halt am Ball. Ich habe ihn schon, der kriegt ihn wieder, ey. So, Jetzler. Jetzt bin ich wieder auswärts, aber mir gefällt das Wetter ein bisschen, ne? Mir gefällt das Wetter. Gefährlicher Freistoß. Ich habe den Spieler nicht hinbekommen. Ach, das kotzt mich an, sowas. Im zweiten Spiel kriege ich auch so ein Ding. Ich mache es viel zu langsam und er haut einfach gleich rein. Die fackeln nicht lange. Also, bis du den Spieler auf die Linie kriegst, das dauert ja normalerweise ein paar Sekunden, oder ein, zwei Sekunden. Der fackelt nicht lang und haut ihn einfach rein. Ach, ein Freistoßtor, das musste doch nicht sein. Oh, nein, der wäre rein, jetzt bin ich vor dem Tor. Das habe ich echt schon gemacht, habe mich echt schön verarscht. Aber warum geht er nicht rein? Warum geht er nicht rein? Lol. Das ist doch nicht dein Ernst. Der ist halt Zweikampfverhalten. Das ist so extrem stark. Der kann bald so gut behaupten und kann so leicht von dir abnehmen. Das Passspiel lassen wir jetzt mal weg. Das sind Fehler von mir, wo er auch zu gut zustellt. Aber das ist ja nichts Neues für ihn. Nichts Neues. Das kenne ich ja alles. Aber das mit dem Zweikampfverhalten, das macht er so extrem gut. Ach nee, oder? Der Ball geht am Pfosten. So schön spielt, so schön raus. Ja, und der Ball geht auch zu ihm. Ach, und der auch. Der ist so schön gespielt. Und Flanke. Der grätscht rein. Der muss nur noch unterbringen im Tor. Der muss nur noch Fuß hinhalten. Oh.
Okay. Leck mich fett. Ausgleichende Gerechtigkeit. Also, dass meiner nicht reingeht, dann darf der auch nicht reingehen. Naja. Naja, Messi. Es spielt ein aus, glücklich. Und dann stehen wieder zwei vor ihm. Und, lol. Neymar, 1-1. Ja, warum nicht? 1-1. Endlich mal gut rausspielt die Aktion. Also Messi spielt hier wunderbar auf Neymar. Das lange Eck und Ausgleich. 1-1 gegen den Aces Schneider. Der kommt nicht ran. Wenn der rangekommen wäre, ey. Und nein! Das! Der neue Held! Das ist doch Wahnsinn! Schaut euch das an, wie geil war das rausgespielt! Und der kriegt die Hand noch hin! Wie geil muss man den schon spielen und dann geht er. Wieder schöner Schuss! Neymar schlänzt ihn aufs lange Eck und Neuer. Aber Neuer, das ist so eine Waffe! Wir kommen wieder die Finger dahinter! Drittes Spiel 1-1. Also, schade, dass er nicht Verlängerung oder Golden Goal geben kann oder sowas ähnliches. 1-1. Also jetzt langsam habe ich dich, Jan. Langsam habe ich dich. Leider war das bloß ein Best of 3. Das heißt, 7 Punkte hat er sich geschnappt. Ich habe mir wenigstens einen Punkt geschnappt. Und wie viel? Minus 4 Tordifferenz. Aber ich habe auch, wie viele Tore schießen können? 3 Stück gegen ihn. 3 Stück in 3 Spielen. Also 3 Stück. Er ist nicht unbesiegbar, sagen wir es mal so. Starker E-Sportler, Jan Snyder Zimmermann. Ich hoffe, ihr lasst mal ein Like bei ihm da. Der freut sich. Und damit sage ich, dieses Let's Play gegen den E-Sportler Jan Snyder Zimmermann ist zu Ende. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Macht's gut. Servus.